und herzlich willkommen zurück bei den Paranormalos. Wie immer mit euren Lieblingsmoderatoren Anne und Flo. Herzlich willkommen zurück und frohes neues Jahr euch allen. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel und frohe Weihnachten. Leider haben wir uns seit im letzten Jahr, seit Oktober, gar nicht mehr gehört, hey. Beziehungsweise ihr uns nicht. Wir hatten ziemlich viel zu tun, wir waren busy und kamen irgendwie gar nicht dazu, noch eine Folge aufzunehmen. Richtig. Flo war krank. Richtig lange. Ja, und irgendwie kamen wir da gar nicht mehr zu. Wir haben tatsächlich auch Nachrichten von ein paar von euch bekommen, die gefragt haben, ob wir eine neue Folge rausbringen. Das war ja. Sehr süß auf jeden Fall. Hat uns sehr gefreut. Auch immer, wann kommt die neue Folge? Ja, finde ich ja gut, dass wir vermisst werden dann auch. Eigentlich schon. ja, auf jeden Fall hatten wir im Oktober ein bisschen Content rausgehauen und ich möchte nochmal auf unser Geistervideo hinweisen. Mhm. Flo und ich waren nämlich auf Geisterjagd im Windebüer Moor. Richtig. Da soll es zwei Moorleichen gegeben haben, die jetzt dort ihr Unwesen treiben und wir waren da so ein bisschen am Investigieren, haben geguckt, was da dem Spuk so dran ist. Das könnt ihr euch gerne auf YouTube angucken, das Video. Und wenn ihr schon da seid, folgt uns auch gerne auf YouTube, lasst ein Like da, lasst auch gerne Kommentare da. Über Kommentare freuen wir uns immer. Und natürlich findet ihr uns auch auf Spotify und Instagram. Instagram, genau. Ja? Jeweils unter Paranormalos Podcast. Und ich möchte auch nochmal auf die Spotify-Ratings hinweisen. Das hilft uns sehr, wenn ihr uns da ein Sternchen oder fünf hinterlasst. Und fünf. Ja, das Video, den Link zu dem Video, den findet ihr in den Shownotes. Genau. Und heute soll es um True Crime gehen. Verbrechen. Richtig. Ein Mordfall aus Deutschland wieder. Richtig. Das hört ihr ja besonders gerne, haben wir herausgefunden. So die True Crime-Dinger laufen sehr gut bei uns. Ja, und da dachten wir, fangen wir das ja auch direkt mal mit einem Knaller. Mit einem blutigen Knaller an. Und zwar soll es heute um den Vampir bzw. Werwolf von Hannover gehen. Du meinst den Kannibalen? Den Schlechter von Hannover? Er hat viele Namen. Und warum er Vampir bzw. Werwolf, Schlechter und Kannibale genannt wird, das finden wir in dieser Folge raus. Und zwar geht es heute um Fritz Hamann. Und zwar wurde Fritz Hamann als Heinrich Karl Hamann in Hannover geboren im Jahre 1979 am 25. Oktober. Hallo. Und ist unter sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Hatte fünf Geschwister und einer seiner Brüder soll auf mysteriöse Art und Weise verstorben sein. Und man weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist. Das ich habe immer nicht. Nur gelesen, dass er unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Aber genau was, also was will. Ja, genau. Aber gefunden wurde, ob es eine Leiche gibt, ob was da irgendwo, passiert ist. Ja, genau. Hat er sich in Luft aufgelöst? Richtig, so, das weiß man halt einfach nicht. Auf jeden Fall ist einer seiner Brüder verstorben. Und er soll einen anderen Bruder gehabt haben und noch zwei Schwestern, drei Schwestern. Ja, müssen ja drei dann gewesen sein, weil er hatte zwei Brüder. Der andere Bruder soll ihm nach dem Tod des älteren Bruders sexuell missbraucht haben, eine ganze Zeit lang. Und soll auch generell unter sehr strengen Verhältnissen groß geworden sein. Sein Vater war wohl sehr gewalttätig, wie das halt auch irgendwie immer Ja, und das ist auch in der damaligen Zeit ja wahrscheinlich auch geschuldet. Ja, das war halt dieser autoritäre Erziehungsstil. Genau. Aber gleichzeitig wurde er ja von der Mutter sehr verhätschelt. Sozusagen. Genau, seine Mutter hat ihn ziemlich verhätschelt, so, was er auch irgendwie was halt wieder nicht normal ist. Also in so Fällen liest du ja meistens, dass die Mama sehr kalt ist auch oder streng religiös oder so. Ja. Aber seine Mama war wohl sehr, sehr herzlich, sehr, sehr warm, hat ihn so ein bisschen verhätschelt, was vielleicht jetzt auch nicht ganz gut ist. Ja. Aber auf jeden Fall war der Vater sehr gewalttätig, hat die Mutter geschlagen vor den Kindern und so und war auch sehr distanziert generell. Genau, und Fritz fiel halt schon in der Schule ziemlich auf, dadurch, dass er ziemlich viele Tagträume gehabt hat und so und nicht so richtig da war und nicht so richtig Aufmerksamkeit gehabt hat. Auch aufgrund seiner Hobbys. Weil er schon zu Hause das Kochen und Stricken wohl sehr gemocht hat. Genau. Und auch mit den Puppen, also mit dem Spielzeug seiner Schwestern gerne gespielt hat. Genau. Und das war halt auch zu der damaligen Zeit halt jetzt auch nicht so gerne gesehen, dass Jungs halt, da waren ja Rollenbilder sehr, sehr wichtig damals, dass Jungs halt mit Puppen spielen und so. Und auch, er hat auch irgendwann angefangen, Frauenklamotten anzuziehen, also die Kleidung seiner Schwestern, was natürlich gerade seinem Vater super krass missfallen hat, so. Und er war jetzt auch nicht so der sportlichste Typ und sowas. Und das war natürlich, ich weiß nicht, ob es daher geschuldet ist, dass seine Mama ihn so verhätschelt hat, dass er so eine sehr weibliche Seite hatte, aber er war halt eher so, eher weiblich angesiedelt irgendwie, ne? Und hatte halt diese ganzen sehr weichen weiblichen Hobbys und so. Genau. Und und dadurch, dass sein Vater halt diesen krassen Kontrast dazu gebildet hat und halt natürlich das unterbinden wollte, dass Fritz Frauenkleidung trägt und diese ganzen weiblichen Hobbys hat, in Anführungsstrichen, wurde seine Erziehung natürlich dementsprechend brutaler. Ja. Und das hat Fritzes Männerbild natürlich ziemlich geprägt, so von wegen, Männer müssen brutal sein, Männer sind gewalttätig. Und diese ganze weibliche, weiche Seite, die musste er halt so ein bisschen unterdrücken, so.
Und dazu kam auch noch, dass Fritz in der Schule mit 8 Jahren von einem seiner Lehrer auch noch sexuell missbraucht wurde. Also nicht nur zu Hause vom älteren Bruder, sondern auch noch der Lehrer, ja. Genau, auch noch der Lehrer so. Also alle Autoritätspersonen irgendwie. Also total verrückte Kindheit eigentlich. Weil du musst ja auch vorstellen, wenn die Mutter ihn verhätschelt und wahrscheinlich sagt, ja, stricken, kochen ist alles in Ordnung und so, kannst du gerne machen. Abends kommt der Vater nach Hause, da ist es dann Prügel für die Mutter, für den wahrscheinlich auch Sohn, für alle Kinder wahrscheinlich. Also, dann wirst du missbraucht von deinem Bruder. Dann wirst du missbraucht vom Bruder, missbraucht von deinem Lehrer. Also, dann einer Bruder stirbt und du hast keine Ahnung, was passiert ist. Genau, also wie soll man da auch irgendwie nochmal aufwachsen irgendwie, ne? Ja, und er ist halt gerade mal 8, ne, als es losgeht mit dem Lehrer und so. Und das ist ja auch so eine Zeit gewesen, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, dass du sowas ja auch nicht unbedingt erzählen konntest. Also auch so gerade, was ja so Homosexualität anging und so, das war ja alles super verpönt damals. Und das hat man natürlich auch nichts gesagt. So. Und das wird im späteren Verlauf der Geschichte, wird das auch nochmal relevant werden. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass er sich ja auch nicht getraut hat, irgendwie das zu Hause zu erzählen, was mit dem Lehrer ist oder mit seinem Bruder oder so, ne? Weil ich glaube, das ist generell einfach von früher, also generell dieser Zeit geschuldet. Ich glaube, da hat man generell jetzt nicht gerne vielleicht so die Wahrheit gesagt gegenüber seinen Autoritätspersonen zu Hause. Ja. Also ich meine, das hatten wir ja schon in der Hinterkaifeck-Farm-Folge, wo es auch darum ging, dass der Vater ja nicht glauben wollte, was da stattfindet. Und ja ich glaube einfach, das liegt daran, an diesem autoritären Stil, dass da einfach gesagt wird, okay, ich behalte es für mich. Ja, das kann gut sein, ja. Jedenfalls in dieser ganzen Zeit, wo seine Rollenbilder sich ganz komisch geprägt haben, fing er auch irgendwann an, seine Schwestern zu schikanieren. Also halt denen was anzutun und sie zu fesseln unter anderem auch und denen halt auch böse Dinge anzutun, sie zu verletzen und so. Vielleicht auch so ein bisschen symbolisch für diese weibliche Seite, die bei ihm unterdrückt werden sollte und dass man ja als Mann halt auch brutal gerade gegenüber Frauen sein soll und so, weil das ist mein Papa ja auch. Und so fing das halt so ein bisschen an. Und er fing unter anderem auch an, nachts durch die Straßen zu laufen und so bei Nachbarn so ein bisschen reinzupieken in die Fenster und so und da auch an die Fenster zu klopfen und sowas und fing halt auch an mit so ein bisschen Kleinkriminalität, also halt so leichten Diebstählen und sowas halt. Und er hat dann irgendwann während der Pubertät die Schule komplett schleifen lassen und weil er halt auch, er hatte neben diesen Konzentrationsschwierigkeiten und neben diesen Tagträumen halt auch extreme Stimmungsschwankungen, was ja sicherlich durchs Elternhaus geschuldet mit ist. Mit so, also ich meine, ich, ne? Kein Wunder so. Und hatte halt super krasse Stimmungsschwankungen in dem, dass er plötzlich war aggressiv, dann war er wieder glücklich, dann war er plötzlich traurig und man konnte sich nicht so richtig erklären, wo das herkam. Und hat dann irgendwann durch diese ganzen Probleme halt die Schule einfach abgebrochen und hat angefangen, eine Schlosserlehre zu machen. Und die hat er aber, soweit ich weiß, auch abgebrochen. Ich weiß nicht, ob er sie abgeschlossen hat oder ob der da auch rausgeflogen ist, weil er halt sich nicht konzentrieren konnte. Ich gehe mal davon aus, er hat sie abgebrochen und ging dann mit 15 Jahren zum Militär. Ja, genau. Also, wenn man sich das heute vorstellt, ne? Mit 15 einfach sich verpflichten fürs Militär, ist halt auch krass, ne? Das ist, ja, doch. Und in seiner Zeit beim Militär hat er so ein bisschen Disziplin gelernt und so und fiel halt auch dementsprechend positiver auf. Was ich über seinen Charakter an sich, ich habe so unterschiedliche Quellen gefunden. Manche Quellen sagen, er war so total gut und fiel positiv auf. Andere sagten, er hat von Anfang an schon immer ganz schlimme Charakterzüge gehabt und war sehr negativ und sehr, also negativ auffällig einfach. Okay, da auch so ein unangenehmer Typ einfach. Aber da habe ich halt, wie gesagt, unterschiedliche Sachen gefunden. Ja, okay, das ist ja häufig so bei Recherchen. Ja, leider schon, also gerade bei so alten Fällen. Ich könnte mir Ersteres vorstellen, in Bezug auf das, was noch folgen wird in dieser Folge, was man noch später über ihn hören wird. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass er ein ruhiger Typ war, weil er auch als Kind ja schon eher ruhig war. Ja. Und ich glaube, das hat sich im Jugendalter noch gar nicht so groß dann verändert. Ja. Dass er auch im Militär erstmal so zurückhaltend war und wahrscheinlich, ja. Ganz ich freundlich. Glaub, das Militär hat ihm halt so auch Spaß gemacht. Also er war auch ein guter Soldat so und hat da auch also echt einen guten Eindruck gemacht. Fiel aber dann irgendwann doch wieder negativ auf, dadurch, dass er Halluzinationen bekommen hat. Und halt auch immer noch diese krassen Stimmungsschwankungen hat und halt Halluzinationen. So hast du gelesen, was Ärzte heute sagen würden? Habe ich gelesen, habe ich gelesen. Kommen wir später noch zu. Okay. Auf jeden Fall, weil er halt diese Halluzination hatte, fiel es irgendwann auf und hat man ihn ins Krankenhaus gebracht, um eine Diagnose zu bekommen, was mit ihm los ist. Und damals haben ihm die Ärzte, wie du herausgefunden hast, Epilepsie diagnostiziert. Und also heute würde man vielleicht sagen, es sind so posttraumatische Symptome, die er hatte, oder posttraumatische Störungen durchs Familienleben halt einfach. Ich meine, das heutzutage, wenn man da einen Blick drüber wirft, denkt man so, ja, Logo, ne? Natürlich geht es ihm nicht gut, ne?
Aber damals waren es halt Halluzinationen und da hat man gesagt, das ist Epilepsie. Und irgendwann musste er dann halt das Militär verlassen und ist dann zurück zu seinen Eltern gezogen und hat dort in der Zigarrenfabrik seines Vaters mitgewirkt. So. Ah, ja, aber sehr lustlos. Ja, also sehr lustlos, hatte da halt keinen Bock drauf. So, nee, ne? Komisch bei dem Vater, ne? Ja, dass man jetzt keine Lust hat, für den Typen zu arbeiten. Ja, merkwürdig. Naja, und der Vater hat auch seine Krankheit natürlich nicht ernst genommen, weil, war, ne, natürlich nicht. Also nicht, weil es nicht ernst zu nehmen ist, aber weil der Vater halt einfach dementsprechend drauf war. Der hat ihm einfach nur Faulheit vorgeworfen. Der hat gedacht, er hat keinen Bock zu arbeiten, der Junge, so. Und hat auch keinen Bock, in meiner Fabrik mitzuarbeiten. Und natürlich sind sie dementsprechend auch immer aneinander geraten. Genau. Und Fritz hat in der Zeit, als er mit seinem Vater in der Zigarrenfabrik gearbeitet hat, ein Verhältnis mit der Nachbarin angefangen, die halt auch deutlich älter war als er. Richtig, genau. Die war halt irgendwie 35 oder so. Guck mal, das habe ich gar nicht rausgefunden. Und er hat mit Fritz dann eine Affäre angefangen, was halt auch schon wieder so ein Ding ist. Ich meine, der war, was war der da? 16, 15, 17, 15? 15, 16, ja. Ja. Oh, und 15. Hat halt, also er hat halt weiter in der Zeit auch immer noch so draußen rumgestreunert, so, ne? Mhm. Und hat halt weitere Verbrechen begangen, hat halt, und die wurden halt immer mehr. Also es ist halt, wie gesagt, kleinkriminell gewesen, aber halt schon Leute beklaut und Leute überfallen und so weiter. Und so fing halt auch so langsam sein Interesse an kleinen Kindern an, so an kleinen Jungs speziell. Ja. Genau, die Kinder, die er sich ausgesucht hat sozusagen, die hat er dann immer in verlassene Gebiete gelockt und hat sie dort dann auch missbraucht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es ans Tageslicht sozusagen gekommen ist, aber ob er jetzt erwischt worden ist oder ob doch eines der Kinder... Ich meine, eines der Kinder hat sich getraut, was zu sagen. Ah, okay, okay. So, weil es war ja nicht so normal, dass man sowas halt bei den Autoritäten irgendwie dann sagt, ne? Gerade bei den Kindern, die er sich ausgesucht hat, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber eins der Kinder hat erzählt, was passiert ist. Okay, so kam das raus. Weil ich habe, also genau, dann... Ich habe nämlich nur noch rausgefunden, dass er dann... Alles gut, that's life, it's okay. Da habe ich dann nur rausgefunden, dass die Polizei ihn eben dann daraufhin verhaftet hat. Ja, genau. Und daraufhin wurde er halt vors Gericht gestellt. Und da hat das Gericht nämlich gesagt, der ist unzurechnungsfähig und der kommt jetzt erstmal in eine Nervenheilklinik in Hildesheim. War das unzurechnungsfähig? War das damals schon eine Sache? Also ich habe immer gedacht, dass... Anscheinend. Scheinbar, ne? Ich habe immer gedacht, das ist sowas, was man heute machen würde. So, aber scheinbar war es wohl ein Ding. Also die Frage, wann Unzurechnungsfähigkeit irgendwann mal aufgetaucht ist. Ja, okay, was für Maßstäbe die damals hatten. Ne? Ja, genau. Ja, okay, ja gut. Genau, nee, aber dann war das, also im Februar 97, also 1897, fing es dann auch seine Therapie an. Und da war es nämlich dann auch so, dass die Ärzte ihm unheilbaren Schwachsinn attestiert hatten. Mhm. Und er auch auf unbestimmte Zeit in dieser Nervenheilklinik bleiben sollte. Er wurde auch noch einem speziellen Psychologen vorgeführt, der ihn auch nochmal sozusagen untersucht hat. Und der hat dann gesagt, der Typ muss in der Nervenheilklinik bleiben, auf unbestimmte Zeit eben. Und ein Jahr später, im Januar, im Jahre 98, ist er mit der Hilfe von seiner Mutter dann geflohen. Ja. Und das. Ist in die Schweiz geflohen, glaube ich. Ist in die Schweiz geflohen, hat sich in die Schweiz abgesetzt. Klassiker. Ja, wirklich. Bei Verwandten von seiner Mama, ne? Genau, mit denen hat er dann zusammen gewohnt und hatte dann auch einen Job in der Schiffswerft, ist da aber nicht lange geblieben. Was ich halt hammerkrass finde, der hat ja einfach unter falschem Namen dann in der Schweiz gearbeitet und so. Also, wie fucking easy war das denn bitte damals? Wie geil ist das denn? Du kannst einfach deine Papiere fälschen und das fällt überhaupt nicht auf. Ne? Das ist ja heutzutage gar nicht mehr machbar. Nee, aber da habe ich so gedacht, boah. Wieso hast du das denn gedacht? Schon cool irgendwie, einfach so ein neues Leben irgendwo. Aber gut. Also so easy kann es sein. So easy damals, kann's sein, 1888. Ja. Nee, aber er ist dann im April, ist er dann zurück nach Hannover gekehrt. Da hat er dann auch eine Frau kennengelernt, Erna Löwert. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, das war bei mir ein bisschen undeutlich, ich weiß nicht, ob er ein Kind wollte mit ihr oder eins gemacht hat. Nee, also sie wurde schwanger, aber sie haben es abgetrieben. Ja, mit Hilfe von der Hebamme haben sie das Kind abgetrieben, weil sie es nicht haben wollten. Ach so, ja, okay. Genau, und das war ungeplant halt. Ach so, ja, alles genau. Klar. Ja, besser auch, dass er keine Kinder bekommt. Nee, ja, wirklich, also ja. Ja, wirklich. Genau, aber sie sind ein Paar geblieben und haben sich, glaube ich, auch verlobt, ne? Sie haben sich verlobt, ja, genau. Bis er dann auch aus Hannover wieder sozusagen weg musste, weil er dann 1900 zum Militärdienst einberufen wurde. Und da ist er dann in die elsässische Stadt Colmar geschickt worden und war da erstmal stationiert. Und deswegen, und da war ja am Anfang jetzt gerade die Frage, wie war sein Charakter sozusagen, also war er gut, war er böse sozusagen, war er schon auffällig. Er selber hat gesagt, er fand die Zeit damals super toll, das war die beste Zeit seines Lebens in diesem Militärdienst. Ja.
Und seine Kameraden haben nämlich gesagt, er wäre ein einwandfreier Soldat, sozusagen. Also er war dufte drauf. Hat er ja bei der ersten Runde Militär, hat das ja auch schon bewiesen, ne? Ja, genau. Dass er gut gefallen hat, so. Ja, genau. Wäre er mal da geblieben, ne? Dann wäre vielleicht was anderes aus ihm geworden. So. Aber ja, also da hat er sich sehr wohl gefühlt, auf jeden Fall. War ein guter Soldat. Anscheinend, ja. Da ist er dann. Achso, wolltest du was sagen? Achso, nee, alles gut. Achso, nee, ich wollte einfach nur sagen, dass er dann bei einer Übung zusammengebrochen ist. Ja, genau. Dass er dann wieder ins Lazarett kam. Also, nach diesem Zusammenbruch hatte er irgendwie immer Schwindelanfälle. Mhm. Und dann lag er erstmal 4 Monate in einem Lazarett, wo dann auch wieder gesagt worden ist, er ist untauglich. Ja. Also ein weiteres Mal untauglich erklärt. Untauglich aufgrund von, was war das diesmal? Das war denn? Das war wahrscheinlich nur dieser Zusammenbruch, wahrscheinlich nur diese Schwindelanfälle. Weil da wusste ja keiner von seinen Schwachsinn, sag ich mal. Das war ja alles unbekannt für die Leute da. Also ich habe gefunden, dass ihm da nach diesem Zusammenbruch wurde ihm Schizophrenie diagnostiziert. Ach so, okay. Also Hebephrene-Schizophrenie. Ja. Kann ich euch sagen. Hebephrene-Schizophrenie. Und das ist wohl, wenn, also Schizophrenie nicht im Sinne von, ich habe unbedingt Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, was er ja zwar auch hatte, aber dass es wohl sehr mit diesen Stimmungsschwankungen zusammenhängt. Also dass das halt diese extremen Stimmungsschwankungen. Oh Gott, extrem Stimmungsschwankungen hast. Das ist wohl hebephrene Schizophrenie, so wie ich das. Und das ist dann die Diagnose, die er da bekommen hat. Hebephrene Schizophrenie. Okay, sag das mal dreimal ineinander. Also er hat jetzt irgendwie die Diagnose Epilepsie, unheilbarer Schwachsinn und diese hebephrene Schizophrenie. Läuft bei ihm. Auf jeden Fall, ja. Ja. Genau. Ja, also Wett ist die einzige Lösung, raus aus dem Militär. Da ist er dann entlassen worden im Juli 1902. Und back to the roots, sag ich mal, weil er ist dann wieder zurück in die Zigarrenfabrik seines Vaters. Hammer. Mega, oder? Hat er so gut geklappt beim ersten Mal. Ich glaube auch, er hat zu wissen bekommen, dass seine Mutter in der Zeit verstorben ist, ne? Ja. Also als er da in dem Lazarett nochmal gewesen ist, da ist seine Mutter verstorben, halt so die Einzige, die vielleicht mal ein bisschen nett zu ihm war, und er war halt mit dem Vater alleine. Boah. Und das ging dementsprechend halt auch nach hinten los, ne? Also die Richtig. Sind aufeinander losgegangen, haben sich geprügelt, haben sich gegenseitig irgendwie auch angezeigt irgendwie. Richtig, ja, genau. Es war ja wohl so, dass Fritz ja das, ja? Ja, erzähl mal, ich dachte, genau, ja. Genau das. Fritz hatte ja das Militär verlassen und hat dann dementsprechend aber auch eine Rente bekommen, weil er halt arbeitsunfähig war. Und eine Rente von 21 Goldmark. Ja. Das ist heute irgendwie 140 Euro oder so. Auf jeden Fall hat er irgendwie den Vater verklagt auf Unterhalt. Ja, das fand ich auch so total merkwürdig. Weil er irgendwie meinte, dein Vater muss jetzt für ihn blechen, weil er halt nicht arbeiten kann. So. Und dann der Vater hat ihn aber auch irgendwie verklagt, weil er irgendwie in der Zigarettenfabrik nicht richtig mitgearbeitet hat. Und also das waren nur Konflikte bei den beiden und nur Streitigkeiten und ging wohl richtig rund bei denen. Und beide Anklagen wurden aber auch fallen gelassen. Ja. Also auch als der Vater dann ja, oder ich weiß gar nicht, wer da zuerst geschlagen hat, aber als sie dann aufeinander losgegangen sind, hat der Vater ja nochmal seinen Sohn verklagt. Ja. Und dann hieß es auch da, weißt du was, also Anklage ist fallen gelassen. Also, da hatten die Gerichte wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Nee, auf richtig. Den Schwachsinn. Ja. Und ich habe aber noch was von einer weiteren, ich weiß aber nicht in welchem Zusammenhang, aber ich habe noch eine weitere Diagnose gefunden, dass ihm halt moralische Minderwertigkeit und geringe Intelligenz diagnostiziert wurde. Ich weiß nicht, ob das da bei diesem letzten Krankenhausaufenthalt war, aber es war auf jeden Fall auch, dass gesagt wurde, er ist moralisch minderwertig und von geringer Intelligenz. Das ist eine Diagnose, die der Gute bekommen das hat. Das ist ja eine richtig... Ach, das schon. Also sie sind moralisch minderwertig. Ja, also aber ich meine, ne, zu der Zeit, also das, aber das fand ich halt also auch das habe ich gar nicht rausgefunden, Tatsache, aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Dass eine Moral, also geil, moralische Minderwertigkeit unterstellt wird. Ja, oder weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist er irgendwann ins Fischgeschäft eingestiegen. Mit Erna. Hat er ein Fischgeschäft aufgemacht, was aber auch ziemlich schnell in die Krütze ging. Hat er ordentlich verkackt, der Gute. Ja, hat er ordentlich verkackt, ja. Das ist, Er hat seiner Verlobten erzählt, oder hat ihr ja angedichtet, sie hatte eine Affäre mit einem Studenten. Genau. Und daraufhin hat sie gesagt, was bist du denn für einer? Ja. Verlass Haus und Geschäft. Ja, so ungefähr. So. Und dann ging das auch wieder in die Krütze so, ne? Saß er da, ja. Ja,
Also er hat dann ja quasi keinen Job behalten können, hat irgendwie 5 Diagnosen bekommen, hat keine Verlobung halten können, gar nichts so, ne? Und ist halt auch relativ, also ich meine 140, also diese 21 Goldmark, wenn das sicherlich auch nicht dickes Geld gewesen sein in der Zeit. Und generell ja auch, ne? Diese ganze Nachkriegszeit und sowas, das ist halt schon, war auch einfach hart, also alles war, jeder war arm und es gab halt auch wenig zu essen und so, es war eine sehr verzweifelte Zeit so, ne? Eben. Und ich glaube, da hat er jetzt nicht gerade auch einen guten Stand gehabt, dadurch, dass er nicht gearbeitet hat, arbeitsunfähig war und so, keine Frau. Und ja, und so hat er halt angefangen, diese Kleinkriminalität ein bisschen auszubauen, um sich dann halt irgendwie mehr Lebensunterhalt zu verdienen. Genau, da habe ich auch rausgelesen, dass er zwischen 1905 und 1912 immer mal wieder für ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen im Gefängnis dann saß. Für seine kleinen, ich sag jetzt mal, Bagatell-Delikte, die er da gemacht hat irgendwie, ne? Ich habe gelesen, dass er 15 Mal insgesamt eingebuchtet wurde. Ach, für, ja. Ja, 15 Mal, aber immer mal kurz so, ne? Ja, genau. Und ja, ja, fing er halt weiter an mit so Diebstählen und so und zieht auch in der Zeit relativ oft um, ne? Also jetzt wechselt, ich weiß nicht mehr, in welche Städte er gezogen ist, aber es relativ oft hat er Hannover verlassen und ist dann wieder zurückgekommen und hat es wieder verlassen und ist wieder zurückgekommen. Das ist so ein bisschen, also es hat ihn immer wieder zurück nach Hause gezogen, so, ne? Irgendwie schon. Was ich irgendwie nicht verstehe, weil wenn ich kriminell bin, und gerade zu der jetzt Zeit. Jetzt kommt's, hört zu, Leute, jetzt wird's interessant. Wir können was lernen. Aber nein, aber ich verstehe das nicht, weil du bist ja auch, du bist ja irgendwann bekannt auch in der Stadt. Also so, ne? Also, dass man nicht einfach in eine andere Stadt zieht und da ein neues Leben anfängt. Ich meine, war ja super easy, einfach als Krimineller durch die Gegend zu ziehen. Ja. Also so mit den, auch mit den Papieren und so, ne? Also ich verstehe nicht, dass man immer wieder zurückkommt, wo man vielleicht schon Dinge gemacht hat oder irgendwie bekannt ist oder so. Vielleicht. Ist die Frage. Ich weiß nicht, wie bekannt er zu der Zeit war, aber... Das wollte ich gerade sagen, also wie war man denn, also wie wurde man denn bekannt? Hat die Zeitung jetzt jeden deiner kleinen Einbrüche niedergeschrieben sozusagen? Also wussten die Leute das? Ist vielleicht auch einfach viel liegen geblieben. Weil ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute laufen in der eigenen Kleinstadt hier rum und ja, also kennt man nicht? Ich glaube auch, das ist vielleicht auch ein bisschen vorgegriffen von mir, weil er auch später erst so, dadurch, dass er relativ bekannt war in der Szene, sag ich jetzt mal, in der kriminellen Szene, hat er halt... einen Job bekommen, von dem wir später noch erzählen. Aber es ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, in welchem Jahr sind wir jetzt? Hast du da einen Überblick? Also wir sind quasi jetzt zwischen 1905 und 1912. Ja, also okay. Zu der Zeit war er vielleicht auch nicht so bekannt und deswegen hat er vielleicht auch einfach den, hat sie immer wieder nach Hause gezogen. So, ne? Nur so vom Prinzip her verstehe ich das nicht. Wenn man die Möglichkeit hätte, unterzutauchen und einfach sich neue Papiere zu holen, oh easy, dann warum kommst du denn zurück? So. Vielleicht wollte er ein ehrliches Leben führen. Vielleicht. Vielleicht hat er immer wieder bei Null angefangen. Ja, vielleicht, ja. Naja, okay. Auf jeden Fall, Kleinkriminalität wird weiter ausgebaut und so weiter. Es werden immer mehr Überfälle, es werden immer mehr Einbrüche, dies, das und so. Und auch dieses bei den Nachbarn reinpieken, finde ich auch immer. Das hat mich so an Richard Ramirez erinnert, weil der ja auch so am Anfang angefangen hat, bei Nachbarinnen reinzugucken und so. Und das fand ich ganz gruselig irgendwie. Also er baut halt quasi seine Kleinkriminalität so ein bisschen aus und begeht halt weitere Einbrüche und so und versucht sich da so ein bisschen eine Karriere als Krimineller aufzubauen, so, weil er halt sonst nichts auf die Reihe kriegt scheinbar. Das hat er aber auch nicht gut hingekriegt. Irgendwann wurde er dann doch verhaftet wegen Einbruch halt. Ja. Und da war das wahrscheinlich dann auch einfach mal zu viel des Guten. Mhm. Und da haben sie nämlich 5 Jahre weggesperrt als Strafe. Und da gibt es so Haftstrafen und so, ne? Da gibt es so Verhältnisse, die einfach nicht stimmen. Also da kommen wir später dazu, weil er hat nämlich eine sehr kurze Haftstrafe für eine viel schlimmere Sache bekommen, späterhin. Wo ich mir so denke, wenn man das miteinander vergleicht, ne? Da ist kein Verhältnis so. Aber gut, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Genau. Ja. Ich habe noch eine Sache, denn während seiner Haft ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und während des Ersten Weltkriegs war ein großer Mangel an Arbeitskräften, sodass Fritz die Möglichkeit hatte, tagsüber auf den Gutshöfen sozusagen oder auf den Gutshöfen von Herrenhäusern zu arbeiten. Ja. Und das wird nochmal sozusagen ein bisschen später in der Geschichte nochmal interessant, warum das interessant war, dass er da gearbeitet hat.
Nach seiner Haftstrafe ist er dann in eine Einzimmerwohnung, in eine Dachkammer gezogen und hat dort alleine gelebt und hat dann auch wieder angefangen, kleine Jungs zu sich nach Hause zu holen, zu sich nach Hause zu locken, die er dann da festgehalten und missbraucht hat. Und hat in der gleichen Zeit, als das losging, hat er seinen ersten Job bekommen, den er auch halten konnte. Und auch und zwar ausgerechnet bei der Polizei als Informant. Die haben ihn als Spitzel eingestellt, weil er halt, ich glaube, der Gedanke war so ein bisschen dahinter, dass er ja so ein bisschen in der kriminellen Szene unterwegs war und vielleicht so ein bisschen Maulwurf spielen konnte und denen so ein paar Informationen geben konnte, die sie sonst nicht kriegen könnten. Er hat ja auch tatsächlich in der Zeit wieder mit Diebesgut selber gehandelt. Ja, genau. Und durch diese Arbeit bei der Polizei wollte er auch noch ablenken von seinem eigenen Geschäft. Das war halt perfekt für ihn. Also wie viel Glück kannst du haben, dass du halt die Polizei einfach weglocken kannst und so. Und die haben ihm ja dann auch geglaubt. Ne? Genau. Also die haben ja so oft einfach die Augen verschlossen. Das ist unfassbar. So, und dass genau der als Spitzel da eingestellt wird. Naja, zumindest hat er einen Job gefunden, den er halten konnte. Ja, er wurde ja sehr viel am Hauptbahnhof eingesetzt, sozusagen, weil da ja viel Kriminalität passiert. Ja, es war so ein Hotspot für Kriminelle. Es sind heutzutage auch immer noch Hotspots. Ja, definitiv, ja, klar. Und auch so für Prostituierte und sowas, ne? Also genau. Das war, also, oder Sexarbeiterin, da hat sich ja viel gesammelt, so, ne? Das war halt immer am Hauptbahnhof, weil da ja viel zu holen war, ne? Viele Leute, die du überfallen kannst, viele Reisende, die du abfangen kannst und so. Genau. Hatten wir ja schon in der Großmann-Folge irgendwie. Das war ja auch immer so Durchreisende, die er dann irgendwie mit zu sich nach Hause geholt hat. Und genau das hat er sich auch gedacht. Das hat er sich auch gedacht. Ja, hat seine Leute da oder seine Opfer dann da. Genau am Hauptbahnhof dementsprechend ausgesucht. Ob wenn das jetzt, ja, wie gesagt, Leute, die umgestiegen sind, auf dem Weg zur Arbeit waren oder wo auch immer sie hin waren, da hat Fritz sich die meisten dann am Bahnhof geholt. Auf dem Weg zur Arbeit glaube ich eher nicht, weil es waren ja Kinder, die er sich geholt hat. Ne? Es waren ja super junge. Naja, nicht von den, ganzen, nicht alle. Ja, gut, nicht alle. Also am Anfang waren sie jünger, das stimmt. Mhm. Dann waren sie vielleicht einfach nur da oder auf dem Weg zur Schule. Ich weiß nicht, wie damals so ein Schulweg aussah. Ja, also es war halt auch, weil es so ein Sammelbecken war, für auch vielleicht für verlorene Seelen so ein bisschen. Ne? Also das kann sein. Ja, auch gut. Ähnlich wie Karl Großmann die gleiche Strategie gefahren, sich halt Jungs zu suchen, die obdachlos waren, die vielleicht. Ja. Auf der Straße waren, die keine Familie hatten, wo halt niemand nachgeguckt hat, weil das sind halt nun mal leider, und das ist ja in vielen Kriminalfällen so, dass es oft Sexarbeiterinnen sind, Obdachlose, die irgendwie getötet werden, weil nach denen guckt halt keiner. Wenn du jemanden hast, der ein secures Familienverhältnis hat und wo du weißt, okay, da wird auf jeden Fall nachgesucht, das sind ja nicht so leichte Opfer wie Leute, die so ein bisschen durchs System auch einfach fallen. Ne? Und natürlich hast du dann auch einfacher, den Leuten zu sagen, was Fritz halt auch gemacht hat, ja, komm zu mir nach Hause, ich gebe dir Geld, du hast eine Unterkunft bei mir, du hast Essen bei mir und sowas und versprich denen halt eine sichere Unterkunft. Genau. Und dass sie die Nächte bei ihm verbringen können, ne? Was halt alles natürlich nur ein Vorwand war. So, und hat nach außen hin halt den großen Helfer gemacht. Mhm. Deswegen meinte ich wegen seinen Charakterzügen am Anfang, ich habe ja verschiedene Quellen dazu gefunden und manche meinten, er war so ein unangenehmer Typ, aber viele haben ihn halt auch als Helden beschrieben, ne? Weil er halt diesen Jungs geholfen hat und so immer bereit war, irgendwie denen zu helfen. Klar, und so, wenn du dich in der Öffentlichkeit als Samariter gibst. Genau, ne? Bei sich aufzunehmen, war ja dann auch noch Polizeispitzel und so. Und Polizei war ja dann auch noch so ein Ding. Der hat sich dann ja auch manchmal, ich glaube, das war später, aber hat er sich bei seinen Opfern halt als Polizist auch ausgegeben, ne? Und gesagt, er ist von der Polizei und so und Freund und Helfer, dies, das. Und hat sie dann so zu sich nach Hause geholt. Ja. Und ja, man muss ja dazu sagen, die meisten seiner Opfer waren ja alles so, ich würde sagen, zwischen 14 und 20. So. Also, ich glaube, der Älteste war 20 oder 21? 21, ja. Also die waren zwischen 10 und 21. Stimmt, der eine war 10, ja. Genau. Ja. Ja, also es ist halt trotzdem immer noch, auch wenn du 20 bist, ist ja trotzdem, wenn du obdachlos bist und so und viele der Kinder. Also ich weiß gar nicht, ob so viele Obdachlose dabei waren, weil sehr viele davon waren Arbeiter oder auch Lehrlinge. Ja, aber vielleicht auch, also die halt nicht unter guten Verhältnissen groß geworden sind. So, die hatten vielleicht einen Lehrplatz so. Also ich habe Verschiedenes gelesen. Es waren ein paar Obdachlose dabei, aber es waren auch welche, die vielleicht einfach auch keine Familie hatten. Also das war, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend, dass sie halt kein gutes Familienverhältnis hatten oder dass halt niemand nach ihnen so richtig gucken würde. So. Ein paar waren natürlich dabei, die Eltern hatten so, aber es waren auch teilweise Kinder dabei, die sich halt, also die selber sich prostituiert haben quasi so, ne? Mhm. Und die dann halt auch mit ihm gegangen sind, um halt Geld zu machen, ne? Also es ist halt, so hat er ja auch seinen späteren Lover kennengelernt. Ja, das stimmt. So. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt im Jahre 1918, glaube ich, ne? Wo das erste 1918, Mordopfer passiert. Also er hat dann den 17-jährigen Friedel Rothe, hat er mit zu sich nach Hause geholt, unter dem gleichen Aufwand, von wegen, dass er dort, oder
Vorwand, dass er dort Essen und Unterkunft kriegen würde und erstmal sicher einen Platz zum Schlafen hätte. Und hat Friedel dann bei sich zu Hause festgehalten, hat ihn vergewaltigt und hat ihm beim Sex in die Kehle gebissen. Ja. Und zwar hat er ihm den Adamsapfel rausgebissen. Ja, also richtig rausgebissen? Richtig rausgebissen. Also ich habe gehört, er hat halt sich entweder, ja, also entweder in den Adamsapfel gebissen, mhm, oder sich teilweise auch wirklich bis zur Luftröhre dann durchgebissen. Das auch, ja. Also entweder sind sie verblutet, nachdem er, mhm, den Adamsapfel rausgerissen hat, oder halt bis zur Luftröhre durch und sie waren dann gleich tot. Ne? Ja. Und deswegen hat er nämlich den Beinamen Werwolf bzw. Vampir von, ja, Hannover, weil er halt diesen Nackenbiss. Laut eigener Aussage war das ein Liebesbiss. Ein Liebesbiss, ja, ja, super, ja, kuschelig. Auf jeden Fall, also ich finde, Werwolf passt da halt besser. Also so, Vampir ist halt, Vampire, die saugen Blut, die beißen zwar auch in den Nacken, ne, aber die saugen halt Nibbeln ein bisschen. Aber das, also wirklich, das, die, quasi die Kehle, den Adamsapfel rausreißen, das klingt für mich halt eher nach Werwolf. Aber so, ich habe auch gelesen, dass er reingebissen hat, mhm, aber gar nicht unbedingt rausgerissen hat, ja, sondern danach seine Opfer, wenn er eben nicht bis zur Luftröhre sich durchgebissen hat sozusagen, sie noch danach erwürgt hat. Oh, okay. Also, ich weiß auch nicht, was da in dir vorgeht, dass du plötzlich das Verlangen hast. Moralisch minderwertig. Moralisch minderwertig. Ja, die Diagnose stimmt vielleicht so. So könnte man bestätigen. Nee, aber es ist wirklich, also das ist auch schon wieder sehr speziell. Ja. So beim Sex oder beim Mord, wie auch immer, dann in den Adamsapfel deines Opfers zu beißen. Dann ist ja so ein bisschen die Frage auch, geht das? Ist das überhaupt, weil ich habe gelesen, es wird auch mittlerweile angezweifelt oder zumindest so ein paar Quellen sagen, naja, das ist eigentlich gar nicht möglich, dass Menschen das machen. Mhm. Aber dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, wie denn unsere Beißkraft so ist. Und wir haben, also weniger als Löwen, aber wir haben mehr als Wölfe. Und ein Wolf, ja, kann garantiert deinen Adamsapfel rausbeißen. Ja, das wollte ich gerade sagen, der nuckelt nicht nur an deinem Hals ein bisschen rum. Nee, also ich glaube, wenn du wirklich willst und wenn du wirklich so einen animalischen Moment hast. Das glaube ich auch. Also das hätte ich, also witzigerweise, das hätte ich auch gar nicht in Frage gestellt. Ich auch nicht. Dass ein Mensch jemand anderen in den Hals durchbeißen oder so doll reinbeißen kann, dass du da Sachen durchtrennst. Nee, also durchbeißen wie so ein T-Rex geht, glaube ich nicht, aber da was rausbeißen, glaube ich auch, ja, das, garantiert. Ja. Wir haben ja mehr Beißkraft, als wir so denken, ne? Und das fand ich aber krass. Und dann auch in so einem Moment, wo du ja voller Ekstase irgendwie bist, ja, also wo du ja sowieso total angespannt bist irgendwie. So viel Adrenalin und so. Richtig, auch, ne? Genau. Es gibt ja auch diese Geschichten von Frauen, die irgendwie Autos hochheben können, wenn ihre Kinder drunter liegen oder so. Also ich glaube schon, dass wir in so einem Moment, wo wir echt Adrenalin vollgepumpt sind, ja, echt mehr hinkriegen und leider dann halt auch sowas wie so eine Kehle, so eine, oder so einen Adamsapfel durch rausbeißen, ne? Ja. Aber dass wir mehr Beißkraft haben als ein Wolf, ist schon krass. Das finde ich auch krass. So. Das finde ich auch nicht. Und jetzt wissen wir das, wenn wir uns mal Not wehren müssen irgendwo, dann wissen wir... Immer in den Penis beißen. Immer, oder in den Adamsapfel, so. Nein, auf jeden Fall ist das halt so seine ja, Mordmethode gewesen. stay safe mit den Paranormalos, ja? Stay safe, ja. Das sind Abwehrtipps mit den Paranormalos. Nee, auf jeden Fall hat er halt diese Opfer so getötet und ist dann meistens, wenn sie gestorben sind oder nachdem sie halt verblutet sind, neben denen zusammengebrochen, mhm, und ist erstmal eingeschlafen. Naja, und danach musste er ja diese Opfer entsorgen. Und ich habe gelesen, dass er sich tatsächlich jedes Mal erstmal einen schwarzen Kaffee gemacht hat. Echt? Ja, dass er sich nach dem Morden erstmal einen schwarzen Kaffee gemacht hat. Dann kann man weitermachen, dann kann man den Kram entsorgen. So. Ja. Und hat wohl auch irgendwie ein Tuch auf die Gesichter der Opfer gelegt, um, ich denke mal, sie nicht sehen zu müssen. Ne? Also ja, so, das ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja auch Serienkiller, die Augen ausstechen und sowas, einfach um nicht gesehen zu werden. So. Mhm. Naja, und dann fing er halt an, die Leichen zu zerstückeln. Ja, so, was Bauch, ihm gar nicht gefallen hat, wie er später noch erzählte. Hat er behauptet. Hat er behauptet. Glaubst du nicht? Nee. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es Serienkiller da draußen gibt, die den Spaß an diesem reinen Töten haben, aber dann folgt die Arbeit danach. Dann ist die Zigarette danach aufgeraucht, hm, und du denkst dir so, ach nee, jetzt muss ich noch das Fleisch wegbringen, so nach dem Motto. Ja, okay, er hat's, ja gut, er hat das ja hinterher gesagt, ne, dass ihm das nicht gefallen hat, ja. Also generell, ob das jetzt er ist oder irgendwelche XY anderen Serienkiller, ich glaube nicht, nee, dass jeder... Das kann ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, das ist so ein Beiwerk, was du halt machen musst, genau, irgendwie, aber das ist, ja, vielleicht ist es ja auch einfach so ein, vielleicht wollte er auch gar nicht, hat er sich jetzt auch nicht im Voraus gedacht, ich beiße ihm jetzt in die Kehle, sondern vielleicht, genau, ist es wirklich so im Affekt gewesen, nicht um ihn jetzt irgendwie in Schutz zu nehmen, so. Ich glaube auch nicht, dass alle Serienkiller dieses Vorspiel mit dieser charmanten Samariterart jetzt so gefeiert haben. Sondern dass sie einfach waren, das muss ich jetzt machen. Das glaube ich auch nicht. Also es ist halt, nö, einfach nur die Arbeit
Ja, ja, davor, das glaube ich auch. Quasi. Ja, ja, aber das ist ja auch so ein Ding, manipulative Narzissmus oder so, ist ja auch ganz oft, was denn Serienkillern diagnostiziert wird, so, ne? Dass sie das einfach so, die tun so, als ob sie normale Emotionen hätten und holen ihre Opfer dann so ein bisschen zu sich, ne? Richtig. Das ist ja ganz oft so, dass sie das eigentlich ja gar nicht fühlen. Kannst ja auch gar nicht. Also wenn du irgendwie Empathie hast oder irgendwie normale menschliche Emotionen, dann kannst du ja sowas gar nicht machen. Dann bist du nochmal geistesgestört. Ja. Dann bist du geistesgestört. So eine Metaebene irgendwie, ne? Naja, auf jeden Fall fing er dann an, die Leichen zu zerstückeln, hat dann so Bauchhöhle ausgehöhlt, Eingeweide entnommen, in einen Eimer getan, danach dann den Brustkorb aufgemacht, Gliedmaßen abgenommen und so, Herz, Lunge entnommen und Fleisch von den Knochen gelöst, hat den Darm zerstückelt und in der Toilette runtergespült, hat die Kopfhaut skalpiert und dann hat er die in kleine Streifen und Würfel geschnitten. Ja. Das finde ich halt so, aber naja, gut. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Weißt du, so dieses Darm in die Toilette spülen, das stört mich nicht, aber dieses Kopfhaut in kleine crispy Scheibchen und Würfel, das finde ich irgendwie, weiß ich, hat sich mir der Magen richtig umgedreht. Naja. Okay. Und naja, er hat dann auch meistens irgendwie ein Tuch auf den Schädel gelegt, um dann irgendwie so den Lärm abzudämpfen und so, damit, weil wenn er den Schädel halt zertrümmern will. Und hat dann halt die Leichenteile in Säcke geworfen und hat sie entweder in die umliegenden Flüsse, in die Leine, ist wohl der Fluss in Hannover, und hat sie auch teilweise vergraben. Oder auch, und das ist ja das, was ich vorhin meinte mit diesen Herrenhäusern, auch in den Seen dieser Herrenhäuser hat er die dann nicht auch teilweise versenkt. Ja. Also, ja. Ja. Und nicht nur das, es ist halt auch, naja, der Verdacht irgendwie, dass er einen auf Karl Großmann gemacht hat und das Fleisch irgendwie anderweitig entsorgt hat. Stimmt, ne? Ja. Er hat nämlich auch einen Fleischhandel gehabt irgendwann in der Zeit. Ich bin aus der Timeline mittlerweile so ein bisschen raus. Sag mal, Anne, hat er nicht auch Hack an seine Nachbarn verkauft? Ja, Flo, das hat er nämlich. Und der eine Nachbarin ist schlecht geworden davon. Oder ja, genau, die war doch krank dann irgendwie da. Genau, das war irgendwie, ich glaube... Seine Vermieterin, die hatte irgendwie auch so eine Speisewirtschaft, also irgendwie so ein Restaurant. Mhm. Und da hat er halt auch sie mit Fleisch versorgt, so, ne? Mhm. Und ihr ist schlecht geworden davon, von den Würstchen. Und er hat halt Hackfleisch an die Nachbarn verkauft. Er hat auch so Knochen an die gegeben für Sülze und so. Weil er war ja Fleischhändler, er war ja Fleischverkäufer, so, ne? Damit hat er wohl auch gut Geld gemacht, weil Fleischer zu der Zeit, hatten wir auch in der Großmann-Folge, war halt auch super teuer. Und das hat halt auch niemand bekommen. Und es gab halt auch einen ganzen Schwarzmarkt für Fleischverkauf und so. Und da hat halt auch keiner hinterfragt, wo das so herkommt. Ne? Mhm. Naja, und auf jeden Fall hat er jetzt sein erstes Mordopfer dann getötet. Und es ist aufgefallen, also Freunde von dem Friedel, also von seinem Mordopfer, ist halt aufgefallen, dass Friedel verschwunden ist. Mhm. Und die sind auch zur Polizei gegangen und haben, ich meine, auch gesagt, dass sie ihn mit Fritz gesehen haben. Und die Polizei hat nicht so richtig was gemacht, also haben sich die Freunde auch selber auf die Suche gemacht und haben Fritzes Wohnung gefunden und haben quasi der Polizei die Beweise geliefert und gesagt, hier, guck da mal nach, da ist was so. Und da kam die Polizei halt zu Fritz nach Hause und da hat man ihn mit einem 13-jährigen Jungen nackt im Bett gefunden. Genau. Der Junge hat aber noch gelebt. So. Richtig, also der wurde missbraucht so. Mhm. Und danach kam Fritz dann für 9 Monate wegen sexueller Nötigung ins Gefängnis. Und das meinte ich vorhin mit diesem Verhältnis, er kriegt 5 Jahre für einen Einbruch, schläft mit einem 13-jährigen Jungen, der das nicht will, und kriegt 9 Monate. Während der Kopf, abgetrennte Kopf seines ersten Mordopfers in einer Papiertüte hinter dem Herd liegt, während die Polizei ihn quasi verhaftet gerade. Wahnsinn, oder? Das wusste die halt nicht, ne, die Polizei, und deswegen... Nö, man kommt ja auch nicht auf die Idee, da mal die Wohnung zu durchsuchen oder so. Anscheinend nicht. Also, was ist denn das? Da ist ein Junge verschwunden, die wussten ja, es muss, also, ich meine, es ist ja naheliegend, dass es Mord ist, so, ne? Mhm. Und dass man dann die Wohnung nicht durchsucht und diesen Kopf hinterm Herd findet. Ja. Und dann kriegt er einfach auch 9 Monate dafür. Ja. Während er 5 Jahre für einen Einbruch, ich meine, ein Einbruch ist natürlich auch nicht geil. Naja, für mehrere Einbrüche, er wurde ja wegen ganz vielen Einbrüche dann überführt. Trotzdem, es sind Einbrüche so, das finde ich halt so, dieses Verhältnis stimmt halt irgendwie. Absolut nicht. Richtig, ja. Also 9 Monate dafür, dass so ein Kind vergewaltigt. 9 Jahre, mindestens. Ja, mindestens. Also nein, das also wirklich, das ist, aber es zieht sich ja heute immer noch durch. Ja, sowas das ist, irgendwie ja, komisch. Das ist leider so. Und ich glaube danach, nach dieser Haftstrafe, ist er auch wieder geflüchtet, ne? Also hat geflüchtet und geflüchtet, aber hat sich halt eine neue Anschrift gesucht. Ach mal so, wieder. Ja, genau. Der nächste Umzug. Ja, die 9 Monate sollte er kriegen. Mhm. Hat er wohl ja auch bekommen, aber über das gesamte Jahr 1919, wo er da ja festgenommen wurde, etc.,
konnte er das vermeiden, diese Haftstrafe anzutreten. Mhm. Und in der Zeit ist er auf einen Ausreißer gestoßen namens Hans Kranz, 18 Jahre alt. Mhm. Und Hans hatte kein Geld und hatte Fritz angeboten, seinen Körper zu verkaufen. Ja. Und ja, Fritz hatte... ist darauf auch eingegangen, hatte aber mehr Interesse an Hans gehabt. Mhm. Und somit wurde er dann schnell sein Geliebter, als auch, ich sag mal, seine rechte Hand, was die kriminellen Geschichten anging. Ja. Und ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Hans hat ihn halt ausgenutzt, ja. So für einfach irgendwie, ne, für Geld und für Unterkunft und so weiter. Und hat das so ein bisschen ausgenutzt, dass Fritz sich halt in ihn verliebt hat irgendwie. Es soll wohl auch ein sehr charmanter, gut aussehender Kerl gewesen sein, der Hans. Mhm. Und hat so ihm entsprechend ja auch helfen können, Leute zu sich nach Hause zu, oder halt Jungs zu sich nach Hause zu holen, ne, weil das genau. So ein charmanter Kerl war. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Liebe war sehr einseitig. Der Hans hatte ja wohl auch eine Geliebte irgendwie. Ja, der hatte nämlich später noch eine Geliebte irgendwie. Genau. Ja. Aber irgendwann musste er dann ja doch, also der Fritz musste dann ja doch irgendwann mal in den Knast für sein Vergehen an dem 13-Jährigen. Ja. Das hat er dann gemacht von März bis Dezember im Jahr 1920. Mhm. Und nach der Entlassung hatte er, also Fritz, das Vertrauen der Polizei wieder gewonnen. Sozusagen, weil er wieder als Spitzel ja. für die gearbeitet hat. Er hat dann erstmal ganz kurz in einem Motel gelebt und dann ist er mit Hans irgendwie zu einer Familie gezogen und hat mit denen, ich weiß auch nicht, wie groß die Wohnung war oder das Haus oder so, hat er mit denen erstmal gelebt. Bis Juli 1921, dann sind die beiden nämlich nochmal umgezogen in wahrscheinlich eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung und dann begann es eigentlich so ab dem 12. Februar 1923 damit, dass die sehr, sehr viel gemordet haben. Ja. Also da haben sie wirklich viel gemordet. Ich wollte mir nicht eigentlich aufschreiben, wie viele Opfer das 23 waren. Warte mal, Opfer 2. Ich meine, ich habe hier irgendwas aufgeschrieben. Ich glaube, 13 Opfer in 23, glaube ich. Ja, genau. Genau, 13 Stück, 13 ne? Stück, ja. Ja, so einer im Monat. Also, das ist, ja. Ich habe aber auch gelesen, dass sie teilweise drei an einem Abend gehabt haben auch. Okay, ich hab das mit dem, wo der dieser 10-Jährige noch, ich glaube, der war 24, also 1924 ermordet worden, im Mai, aber der ist am selben Abend wie jemand anderes noch gestorben. Ja. Aber die haben wirklich, also das waren ja wirklich nur ein paar Wochen dazwischen, immer mal. Ja, aber es ist ja so eine Sucht auch einfach, so dieses Töten, ne? Das wird ja immer mehr. Das ist ja auch der Grund, warum es immer heftiger wird, immer mehr und immer krassere Fälle. So, das steigert sich ja immer total, ne? Ja, das stimmt. Ja, bei den meisten Serienkillern irgendwie, sie töten Katzen oder sowas in ihrer Kindheit, bis sie dann irgendwann zu Jeffrey Dahmer werden. So, ja, ne? Genau, richtig. Also das ist halt, ich glaube, das steigert es wie eine Sucht, ne? Ja, aber so. Da in der Zeit haben sie halt, und da war, glaube ich, die meisten waren halt 17. Und das waren immer so Lehrlinge oder halt wirklich Leute, die dann 17-Jährige, die halt irgendwo gearbeitet haben. Ja. Und deswegen war es für Fritz und vielleicht auch Hans so leicht, die halt am Bahnhof abzufangen. Mhm. Weil du läufst als Spitzel darum, die Polizei ahnt nichts, du kannst sie mit nach Hause nehmen und so weiter und so fort. Ja, dass da einfach zugeguckt wird, ne? Und dass das so... Es ist ja auch nichts Verwerfliches. Wenn du jetzt einen 17-Jährigen ansprichst und selber, ich habe den Überblick verloren, wie alt er da war, also 30 oder so. Und das kann ja auch ein Bekannter sein, das weiß ja keiner von außen. Nee, natürlich nicht. Aber es ist halt immer noch überhaupt schon so krass, dass jemand, der so kriminell gewesen ist, wie er, überhaupt als Spitzel arbeiten kann. Also so. Ja, das also ist, ich meine, ja. Ich verstehe auch irgendwie das Prinzip, dass man so einen Insider braucht irgendwie. Aber es ist ja, er ist ja schon mit kleinen Jungs in Verbindung gebracht richtig, worden. So. Ganz genau. Das ist halt so das Ding. Und es sind Leute, also ne, es sind Kinder hingekommen, haben gesagt, ey, unser Kumpel ist verschwunden. Das ist der Typ so. Aber es ist auch die Frage, wie viel Polizei vielleicht immer gegenwärtig war, am Bahnhof selber. Wenn sie jetzt nur einen Spitzel da hatten oder Streifenpolizisten sozusagen, oder ne, der einfach rumgelaufen ist, ja, dann sind die vielleicht beide am anderen Ende oder ja. Das ist, ich habe nichts gesehen mäßig. Ja, also ich glaube, es ist halt auch einfach, es klingt immer so blöd zu sagen, die Zeit, aber es war doch einfach die Zeit so. Ich glaube halt auch sowas wie, also es war ja Nachkriegszeit, so jeder war irgendwie dabei, ums Überleben zu kämpfen. Ich glaube, es war auch einfach eine Zeit, wo man nicht so genau hingeguckt hat bei vielen Dingen so, ne? Mhm. Weil es ist ja auch nicht, also es ist ja auch nicht von ungefähr, dass viele aus, also wir haben ja noch mehr Fälle, die aus dieser Weimarer Zeit kommen, so. Die sind ja viele, viele Serienkiller in der Zeit einfach, die ihr Unwesen getrieben haben. Richtig? Weil es, glaube ich, auch einfach war, weil niemand so richtig geguckt hat. Und wenn du dann die richtigen Opfer in Anführungsstrichen hast, zum Beispiel ja auch
Homophobie, so kann ich mir halt auch vorstellen, dass das mit reingespielt hat, dass man sich halt um sowas nicht so richtig kümmern wollte, weil das halt einfach so verpönt war zu der Zeit und dass man damit sich nicht konfrontieren wollte. Dann sind es halt auch Leute, die jetzt nicht unbedingt gut betucht sind. Also ich glaube, wenn das reiche, mittelalte Männer gewesen wären, so, die gut Geld gehabt hätten, dann wäre da viel mehr passiert. Aber ich glaube, dafür müssen sie noch nicht mal mittelalte Männer sein. Ich glaube, da, wenn du Geld hast, dann bist du einfach... Ja. Also Prio 1 bei jeder Untersuchung. Ja, ja, genau, ja. Aber das ist ja ein ähnliches Verhältnis wie bei Großmann mit den Frauen, ne? Dass halt diese armen Frauen, das waren, ne, Sexarbeiterinnen oder so, oder Leute, die aus dem System gefallen sind, die wurden nicht beachtet. Und da hat man dann gesagt, ja gut, da kümmert man sich um andere Sachen. Ganz genau. So, und das ist da, glaube ich, auch gewesen. Einfach eine scheiß Zeit, ne? Ja. So, das auf vielen ja Ebenen. Das war auch alles so nach dem Ersten Weltkrieg gerade. Und man weiß ja auch nicht, wie so eine Gesellschaft dann tickt. Nach so einem Weltkrieg gerade, vielleicht haben sie auch andere Sorgen. Ja, das meine ich ja, genau, dass man einfach so, ne? Mit anderen Dingen beschäftigt genau. war. So, ne? Keiner hatte Geld, Inflation war super hoch. Richtig, genau. Ja, also das ist einfach, glaube ich, so ein Kuddelmuddel aus Scheiße, der da aufeinander trifft. Und dann passiert sowas einfach. Ne? Ja. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass diese Homophobie da auch viel, viel mit reinspielt. Ach bestimmt, das glaube ich auch, ja. Ja. Das glaube ich auch. Ja, also das Ding ist ja auch, die hatten ja auch Nachbarn und die Nachbarn haben es ja halt auch nicht gesehen. Also das ist halt wieder dieses, jeder hat weggeguckt. Ne? Also nicht nur die Polizei hat irgendwie das ignoriert und weggeguckt, sondern halt auch die Nachbarn so. Es gab ja halt auch, also es gab, wenn wir gleich mal sagen, es gab ja halt auch einfach Anzeichen so, ne? Wo man hinterher gedacht hat, Digga, wie dumm bist du denn? Das musst du doch aufgefallen sein. Schön, wie du dir gerade gegen den Kopf geklatscht hast. Ja, stellvertretend für alle, die das nicht gesehen haben. Mach das bitte nochmal. Nein, das mache ich nicht. Naja, auf jeden Fall wurden irgendwann, weil er hat ja seine Leichen immer in der Leine, in dem Fluss entsorgt, irgendwann haben Kinder beim Spielen haben Schädel gefunden, ja. Einfach menschliche Schädel. Also, ach, Sünde, ne? Die armen Kinder. Also, ja. Wie furchtbar. Kann nur hoffen, dass sie nicht wussten, was das ist. Ich weiß halt auch nicht, ich habe nicht gefunden, wie klein die Kinder waren, aber es wurden halt, ja, beim Spielen Schädel gefunden. Meinst du nicht, das wissen Kinder schon ziemlich schnell? Ich glaube, das weiß man auch so intuitiv irgendwie einfach auch, ja, oder? Ne? Ach, ja. Ich kann mir vorstellen, zumindest, dass es nichts Gutes ist. Man hat ja auch als kleines Kind schon mal einen Totenkopf gesehen. Ach, gut, ich weiß Na gut, nicht, wie denn Cartoons, damals war. Weil Cartoons waren jetzt zu der Zeit noch nicht so, glaube ich. Nee, das ist ja auch Nachkriegszeit, ne? Also ich glaube, da hat man vielleicht doch schon mal... Also Na gut, ja, weiß, gut, da haben ist. Sie. Ja, ja, also das, ne? Ugh. Naja, auf jeden Fall haben sie diese Schädel in dem Fluss gefunden und man hat dann auch säckeweise Knochen gefunden, menschliche Knochen von männlichen Opfern. Und man hat dann daraufhin, gab es einen Suchtrupp aus mehreren Leuten, irgendwie 100 Leute haben sich da zusammengetan, Zivilisten, ne? Ja. Zivilisten, genau. Und haben da freiwillig diese Leine durchsucht. Genau, weil man muss nämlich dazu sagen, zu der Zeit, wo die Leute umgebracht worden sind, die Opfer, ging schon das Gerücht über die Schicksale vermisster Kinder um. Mhm. Und dadurch ist die Polizei auch so ein bisschen darauf gekommen, dass es sich wohl um Serienkiller handeln soll. Ja. Und als dann diese Stücke gefunden worden sind, die Überreste, da haben sich viele hunderte Hannoveraner gesagt, okay, wir gehen jetzt zur Leine und Umgebung und suchen alles ab. Ja, genau. Und da haben sie also irgendwie zwischen 300 und 500 Leichenteile ja. gefunden, also so Knochen und sowas. Ja, habe ich auch gelesen. 500 Knochen wurden gefunden. Alter, ey, 500 Knochen. Das ist auch echt, also ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Also... Mega krass, aber ich finde es auch geil, dass die Zivilisten gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, weil die Polizei ja nichts gemacht hat, so, ja, und dass man richtig. Sich dann zusammentut, also Community und sagt, okay, wir gucken da jetzt nach, genau. um unsere Kinder zu schützen, so, ne? Richtig. Das fand ich halt eine coole Aktion, aber dass man dann da 500 Knochenteile für Eier, ja. richtig krass. Das ist schon, und vor allen Dingen, die Kinder hatten ja, ich glaube, ein oder zwei Schädel gefunden, ich glaube, erstmal nur einen. Mhm. Und dann wurden weitere Knochen gefunden und dann haben nochmal Kinder zwei Schädel gefunden. Ja, beim Angeln irgendwie ja, oder so, ne? Da wurden nochmal Schädel gefunden, ja. Ja, der Fritz ist aber schnell ins, ich sag mal, in den Kreis der Verdächtigen gerutscht, sozusagen, weil die Polizei wusste ja, was er schon auch vorher mit Kindern gemacht hat ja. und so. Und deswegen waren sie. So gesehen, Gott sei Dank, schnell bei ihm und haben dann auch seine Wohnung durchsucht. Es war doch irgendwie so, dass sie gesehen haben, wie er mit einem 17-Jährigen genau. am Bahnhof spricht. Richtig. Und er hat sich nämlich als Polizist ausgegeben und hat gesagt, dieser 17-Jährige hat keine Papiere, hat ihn irgendwie bei den Polizisten angeschwärzt. Mhm. Und so kam es halt, dann hat der 17-Jährige gesagt, ey, pass mal auf, der Typ hat mich hier angefasst und so. Und hat ihn halt dann, hat erzählt, was passiert ist. Und so sind sie halt auf ihn gekommen und so wurde seine Wohnung dann irgendwann durchsucht. Ganz so, genau. Und so ist er halt quasi geschnappt worden. Richtig, ganz genau. 1924, ne? Genau. Genau, ja, so kam das
raus. Also bei allem, was passiert ist, ist das so ein normales Ende irgendwie. Ja, wirklich, ne? Da habe ich so gedacht, wie, also das klingt jetzt blöd, aber wie unspektakulär, also dafür, wie viele Möglichkeiten die gehabt hätten, ihn hochzunehmen. Ja. Und dann ist das so ein völlig normales Ding, weil wie du vorhin meintest, das fällt ja auch nicht groß auf, wenn sich jemand mit einem Jugendlichen unterhält. Das kann ja ein Bekannter sein, keine Ahnung, Freund der Familie, dies, das, weiß man ja nicht, ne? Aber die haben, also das war halt so eine ganz normale Interaktion eigentlich, bis der 17-Jährige gesagt hat, hier, der Typ ist nicht ganz koscher. Ja. Und so haben sie ihn dann mitgenommen. Ja, genau. So, aber die hätten halt mehr Möglichkeiten gehabt. Ne? Aber das denke ich halt Hammer auch bei solchen Fällen. Ich wollte gerade sagen, das ist immer so. Ne? Ja, die Polizei läuft am Ende werden sie überführt Scheuklappen durch die Gegend. Ja, am Ende werden sie überführt wegen einem Strafzettel oder sowas. Ja. Wo du so denkst, hä? Ja, wir haben da irgendwie 20 Leichen im Keller liegen. Ja, ganz also, genau. Das finde ich auch so krass. Naja, auf jeden Fall ist er Gott sei Dank so überführt worden. Genau. Aber ich glaube, für die Polizei war es nicht sehr unspektakulär, als sie dann in seine Wohnung gekommen sind. Nee, nicht wirklich. Wo es dann hieß, Fußboden, Decke, Bettbezug, Fußboden, Wände und Deckenbezug und Bettbezug, alles blutgetränkt. Ja. Und Fritz noch sagt, ja, das kommt wegen Schmuggelware mit Fleisch oder geschmuggelter Fleischware. Aha. Ich habe noch was viel Geileres gelesen. Er hat behauptet, es wäre Nasenbluten. What the fuck, Alter? Wie viele Nasen brauchst du denn da? Alter. Also alles blutgetränkt, ja, alles, bei alles ihm. Abgeschnittene Nasen, würde ich mal sagen. Ja, also es war auf jeden Fall nicht seine Nase. Nee, das habe ich in einer Quelle gefunden. Das hat gesagt, das ist ich dachte schon, dass mit der Schmuggelware wäre dumm. Ja, das ist es auch. Also ganz aber ehrlich, ne? Das mit Nasenbluten ist ja nochmal, top das ja nochmal. Wie verzweifelt bist du denn? Oh, heftig. Ja, also es ist halt schon, schon heftig auf jeden Fall. Genau, und man hat dann seine Wohnung gesehen und hat natürlich ihn dann überführen können, der Morde und so weiter. Sie haben ja auch noch Besitztümer gefunden. Von den Mordopfern, richtig, so ist es genau. Nämlich auch. So konnte man die Mordopfer dann auch identifizieren und so und zuordnen, wen er getötet haben soll. Es sind nicht alle rausgekommen. Ich glaube, es waren insgesamt, glaube ich, man hat den Verdacht auf 27 ja. Opfer. 24 konnte man aber nachweisen, glaube ich. Ne? Genau. Genau. Es gibt auch, ich glaube, er wurde auch tatsächlich nur wegen einem ganz speziellen überführt. Weil ja. Man da nachweisen konnte, aufgrund von Augenzeugenberichten und so, dass Fritz derjenige war, der dieses Opfer das letzte Mal lebendig gesehen hatte. Genau, ja. Das war so der Stein des Anstoßes quasi. Mhm. Und naja, man hat dann halt diese ganzen Souvenire, die er beibehalten hat, weil das machen Serienkiller ja auch gerne, ne? Ich verstehe es nicht. Nee, geht es da um den Wert der Sachen oder ist es halt wieder so ein, wie ich will, so eine Trophäe behalten? Es ist halt, also bei ihm kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ist, um mit diesen ganzen Sachen andere Leute zu locken oder so und zu sagen, hier, ich habe einen schönen Anzug für dich oder whatever so, ja, ne? Oder einfach so ein Erinnerungsstück. Ja, so ein Erinnerungsstück, ne? Wie dann auch manchmal Köpfe behalten werden und sowas, das kommt ja auch vor. Und als Weihnachtsdeko aufgebaut werden. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht warum, aber dieses Ding lässt mich einfach nicht in Ruhe. Nee, mehr, ne? Das war auch, wo war das? Das war die Kannibalen. Folge, war, ne? Ja, und irgendwann Fall aus Russland, ja, ja natürlich. Das, boah, ja, das, ich, da kommst du auch immer wieder drauf zu sprechen. Ja, das hat dich richtig traumatisiert. Ne? Ja, wirklich. Ja. Naja, auf jeden Fall haben diese Nachbarn, von denen wir vorhin gesprochen haben, dann sind die natürlich auch befragt worden, so, ne? Und haben dann hinterher auch gesagt, ja, komisch, da sind auch immer Leute mit reingegangen in die Wohnung. Vorzugsweise und die kamen Kinder. Auch gar nicht mehr raus, so. Ja, aber er ist wieder rausgekommen. Ja. Mit großen Säcken. Mit ganz viel Fleisch drin. Aber wir haben auch immer ganz viel Fleisch bei ihm abgekauft. Ja, aber wir sind dann irgendwann mal hinterhergegangen. Ja. Dann haben wir gesehen, wie er die Säcke in den Fluss geworfen hat. Ja. Komisch. Gar nicht verdächtig. Gar nicht oder so. Verdächtig, so, ne? Muss man einfach nicht. Ja, das fällt dir dann hinterher auf, ne? Muss man nicht irgendwie vorher bei der Polizei. Also, und auch da wieder, auch wie in modernen Fällen, auch damals zu der damaligen Zeit, Geruch, Lärm, Zerstückeln, Zersägen, alles Digga. Mögliche. Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass man in so einer sorry, Bruchbude von damals, nee, ganz ehrlich, 2 Quadratmeter groß ist, das alles nicht hört, sieht oder ja. Schnüffelt oder ich wohne in einer sehr modernen Wohnung, ne? Aber ich, ganz ehrlich, ich höre auch was von meinen Nachbarn. So. Ja. Und das ist, also wenn du da einen Körper zersägst, das ist schon laut. Ich habe gerade eine neue Nachbarin über mir eingezogen. Ja. Und das ist auch immer ein bisschen unheimlich, weil die auch immer ganz gerne nochmal nachts, und nachts nicht, aber spät abends irgendwie 22, 23 Uhr, nochmal gerne ihren Akkubohrer wohl rausholt. Und auch irgendwas. Ein Traum. Auch nicht lange so, ne? Also ja. Ist man noch kulant, weil sie da gerade eingezogen ist. Aber wo man auch so da sitzt und denkt, Ich hatte mal einen Kumpel von mir, der hat mal in der Wohnung gewohnt, da konntest du die Shisha von dem Nachbarn hören. Da konntest du das Blubbern hören, während du bei ihm in der Wohnung warst. Das war der Nachbar über ihm. Also, ne, es gibt ja auch heute echt eine hellhörige Wohnung und ich glaube, damals waren die jetzt nicht unbedingt besser isoliert. Da waren die super gedämmt, hallo? Mega.
auf jeden Fall. Und das hörst du alleine auch dieses, jemanden zu vergewaltigen. Also ja. Du schreist doch. Eben. Und das hört man doch. Ja. Und, aber auch da frage ich mich dann wiederum, wie viel erzwungener Sex in der Ehe wurde damals praktiziert, dass das einer Vergewaltigung glich, dass das so ein Otto-Normal-Geräusch anscheinend war. Ich wollte gerade sagen, was war ja auch, ich möchte nicht immer auf diese Karl-Großmann-Folge zu sprechen kommen, aber es gibt halt viele Parallelen. Die sehr gute Karl-Großmann-Folge. Auf jeden Fall. es gibt ja halt einfach sehr viele Parallelen und da war es ja auch so, das hat mich da so schockiert, dass man diese Frauen, die vergewaltigt worden sind und getötet worden sind, dass man die Schreie ignoriert hat, ja. Weil das so normal war, ganz dass Frauen genau. geschrien haben, ganz weil genau. sie verprügelt worden sind regelmäßig und so. Das hat man einfach nicht nachgefragt, ne? Also was für eine harte... abgefuckte Zeit einfach. Ja. Also wie krass, dass du das nicht bemerkst. Aber dass man dann hinterher ankommt und sagt, oh, wow, ein bisschen komisch. Vor allem auch, dass ja, ja. die Leute da reingegangen sind in die Wohnung und die kamen auch gar nicht mehr raus. Merkwürdig. In seiner, keine Ahnung, Einzimmerbude oder was das sich ja, leisten genau. konnte mit seinem komischen Goldmarkgeld. Also, und dann halt auch dieses Fleisch, ne? Also meinst du, er hat es verarbeitet? Er soll es seinen Fleischwolf geworfen und zu Dosen Fleisch und Würstchen verarbeitet haben? Das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig, weil ich finde, das Einzige, was da so vermuten lässt, ist halt dieser Liebesbiss ja. in den Adamsapfel so. Ja. Aber er selber, weiß ich jetzt, da ist ja nicht wirklich was drüber bekannt, ob er jetzt selber noch irgendwie an seinen Opfern rumgeknuspert hat, sag ich mal. Ich habe nur gelesen, dass er teilweise mit den Nachbarn halt das Fleisch verzehrt haben soll, was er denen zur Verfügung so. Gestellt hat, so, ne, oder den verkauft hat, ne? Ja. Und, ach so, was er den verkauft hat. Ja, genau. Ja, ja, okay, dass ja, er halt mal zum Essen gekommen ist und dann seine eigenen Würstchen gegessen hat und sowas. Und dass sowas halt passiert. Also, es gibt halt, man kann es halt nicht nachweisen, es gibt dafür halt keine Beweise so, ne? Ja. Und dann denke ich mir immer, ist es jetzt sowas, was automatisch mit angedichtet wird? Ja, also, dass man Fleisch gehandelt hat, weiß man, aber ja. es ist ja auch wieder dieses Fleisch-Schwarzmarkt und ne, er war ja eh kriminell und so, dass er sich vielleicht wirklich irgendwie Billo-Fleisch besorgt hat, irgendwie von, keine Ahnung, Katzenhunden oder was auch immer. Es wurden ja auch Haustiere geschlachtet damals. Ja. Dass es das ist und dass man vielleicht das hinterher zugedichtet hat oder ob er das wirklich getan hat, ne? Das ist halt, man kann das halt immer nicht nachweisen so. Und ja. es ist vielleicht aber auch einfach naheliegend, diesen Hunger und diese Zeit auszunutzen, ne? Und sich zu sagen, gut, darüber habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht, dass er vielleicht auch wirklich einfach selber, dass man auch einfach nicht so in der Lage war, sich jetzt was zu kaufen, ne? Und dass er da dann, wenn das Fleisch schon vorrätig ist sozusagen, ja, und dass verwertet hat. Die Leute vielleicht auch um ihn herum einfach nicht das Geld hatten, sich teures Fleisch zu kaufen und gesagt haben, hier, ich habe hier was unter der Hand, kriegst du billig so, nimm mal ab. Und dann, weil, ne? Das kann sein, ja. Es gab auch Nachbarn, die haben gesagt, die hatten irgendwie Suppen von ihm bekommen, wo das irgendwie komisch aussah, das Fleisch. Ja, die hätten gesagt, da schwimmen menschliche genau. aussehende Teile sozusagen drin rum. Und dann sind die mit zur Polizei und die Polizei hat gesagt, das muss Schwein sein. Ja, gehen Sie nach Hause und nerven Sie jemand anderen. Ja, genau. Ja, das also, weiß also man halt wie, nicht, ne? Da denke ich schon, wenn ich Polizist wäre und mir kommt jemand an mit, hier ist eine Suppe, ich glaube, da schwimmt irgendwie, keine Ahnung, ein Mensch drin rum. Da muss man doch verpflichtet sein, irgendwie das zu untersuchen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob dich das verpflichtet, weil wenn du keine Beweise, also wenn du nicht sagen kannst, dann und dann und dann ist der und der... Also, aus heutiger Sicht würde ich sagen, natürlich, du musst dem nachgehen. Ich denke auch, man ist da irgendwie verpflichtet, wenn man irgendwelche Hinweise bekommt, egal. Ich meine, du sollst ja auch gerne die Polizei rufen, wenn du irgendwas hörst. Die Nachbarn streiten sich und du glaubst, die Frau kriegt gerade irgendwie, wird gerade verprügelt. Mhm. Auch wenn das nicht der Fall ist, sollst du ja gerne die Polizei rufen, damit ne, genau. keinem was passiert. So. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das einfach nicht so. Da haben die sich gedacht, ach komm, oh, komm, geh mir nicht auf den Sack hier. So, weißt du? Also ich glaube, da haben sie einfach vielleicht auch ganz andere Kriminalität, mit denen sie sich, also Kriminalfälle, die konkreter waren, wo man sich mit beschäftigen musste. Ja, die vielleicht auch noch nicht so, guck mal, heutzutage sind wir so abgestumpft auch durch so viel, was passiert ist in der Welt, auf der Welt, in, was auch so verarbeitet wird in Medien, dass Mensch in der Suppe nicht einen mehr, sag ich mal, groß schockiert. Sozusagen, also schon im realen Fall. So. Mhm. Aber die Leute sind dahingehend ja abgestumpft, dass es für sie kein unglaublicher Gedanke mehr ist, mhm. sozusagen. Und damals war das vielleicht einfach noch viel zu abwegig, dass das so war, ein Mensch in der Suppe, na, wahrscheinlich nicht, so ungefähr. Also, dass das einfach zu unglaubwürdig war, zu ausgedacht. Auf der anderen Seite gab es ganz schön viele Kannibalen in der Weimarer Zeit, ne? Also, das ist halt auch wieder so ein Ding, ja, wo man war, denkt, okay, musste sich entwickeln. Ganz, ganz unschlüssig ist das jetzt nicht, ne? Vielleicht ist das Ganze nicht bis nach Hannover durchgedrungen. Ja, aber ich meine, die Polizei hat ja eh, wie wir schon sagten, ne, ziemlich die Augen verschlossen, gerade was so ja. Fritz anging und sowas, ne? Also, ja, das stimmt. Weiß man jetzt nicht. Nee, also, das stimmt. kann man halt leider nicht nachweisen, aber ich finde, es ist naheliegend, dass man vielleicht
naheliegend Fleisch schon, an das die stimmt. Ja. Nachbarn vergibt. Aber ich frage mich halt auch manchmal, ob das einfach so eine Sache ist, die zugedichtet wird. So, genauso wie verlassenes Krankenhaus, da spukt das auf jeden Fall. So, das ist immer so, ne, gerade von Erzählungen und sowas, dann einfach so ein bisschen hinzugedichtet wird. Das kann sein. Das, vielleicht auch was von beidem. Vielleicht auch was von beidem. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja. Naja, auf jeden Fall wurde Karl überführt, festgenommen und angeklagt. Und genau. Ihm wurde der Prozess gemacht. Man hat halt, wie gesagt, 27 Opfer verdächtigt. 24 konnte man nachweisen. Er hat selber irgendwie nur gesagt, er kann sich an 14 Opfer erinnern. Den Rest meinte er, da kann er sich, sich nicht dran erinnern. Hat er den Scholz gemacht und gesagt, er erinnert sich nicht. Wobei er ja später noch gesagt hat, es hätte sehr viel mehr Opfer gegeben. Genau. Aber es wären nicht die, von denen man glaubt, dass sie es jetzt wären. Richtig. Sozusagen. Also er musste irgendwie nochmal so einen mitgeben und irgendwie, da hat er irgendwie gesagt, 60 oder 70 Opfer? Ich habe 50 gelesen, aber okay. Oder gehört. Aber ja, kann auch sein. 50, ja, 60, 70, 100. Der war einfach schon bei ist, ne? Das hat er zumindest später gesagt. Und man hat, also er hat auch, also den Jungs quasi die Schuld dafür gegeben. Also er hat gesagt, er hat zwar diesen Drang und diesen animalistischen Sexualtrieb und kann sich da nicht steuern, aber es ist ja auch natürlich, weil die Jungs ihm schöne Augen gemacht haben und da kann er ja nichts für und wollte sich da so ein bisschen rausreden, damit dass er diesen Trieb hat und da kann er gar nichts gegen machen. So. Er hat auch tatsächlich ja nur gespielte Reue ja wohl gezeigt. Ja. Und auch nur in den Fällen, wo man ihm ja glasklar nachweisen konnte. Ja. Und ja, ja, das ist halt, ja. Er wollte halt einfach nur eine ganz geringe Strafe bekommen. Was weiß ich, 5 Jahre Knast oder was weiß ich, was man da kriegt. Ja, obwohl er zum Schluss gesagt hat, hier, Kopf ab und dann ist gut, ne? So, ja, also am Ende hat er ja noch gesagt, ja, macht, wie ihr denkt sozusagen, ja. Weil wenn ich jetzt wieder rauskomme, mache ich weiter wie bisher. Aber die haben ihn halt auch, glaube ich, ziemlich gebrochen während des Prozesses. Also die haben ihn ja ziemlich gefoltert, um ein Geständnis aus ihm rauszukriegen, damit sie ihm die Todesstrafe anhängen können. Und zwar haben sie ihm erstmal den Schlaf entzogen, so, haben ihm natürlich Prügel gegeben und sowas, also halt ihn gefoltert. Sie haben dann aber auch ihn teilweise in eine Zelle gesperrt mit den Knochen seiner Opfer und haben in dieser Zelle, haben sie die Köpfe, die sie noch hatten, also diese Schädel, die gefunden wurden, haben sie vor die Fenster gehängt mit Kerzen drin und quasi so ein Psycho... Okay, das ist ja schon hart Psycho. Fuck irgendwie, ne? Ja. Das sieht, aber das, ja, es hat funktioniert, er hat gestanden so, ne? Hat aber das ist halt schon... War er der Mörder oder hat er einfach ein falsches Geständnis abgegeben? Das ist halt, das fragt man sich wieder. Deswegen ist ja sowas wie Folter auch heute geht nicht mehr, weil das ist natürlich, kriegst du da, also ich meine, man konnte ihm das schon irgendwie nachweisen, aber es ist halt schon einfach nicht, das geht nicht. So. Nee, also das ist definitiv nicht in Ordnung so, ne? Aber so hat man halt dieses Geständnis aus ihm rausgekriegt. Aber ich fand das schon creepy, also auch sehr sadistisch von denen, diese Methoden anzuwenden, ne? Vor allem, du hast halt jemanden, der eigentlich ein Medical Record hat mit Schizophrenie und ne, also so psychischen Krankheiten, die man ja auch in seinem Kopf, glaube ich, hinterher nachweisen konnte, ne? Oder jetzt sein Kopf ist irgendwie im Museum jetzt mittlerweile. Ja, irgendwie. Aber du hast halt jemanden mit Halluzinationen, Schizophrenie und so, und den sperrst du ohne Schlaf, verprügelt, in eine Zelle mit diesen Schädeln und so. Also, der sagt ja alles. Ja, da sagt er natürlich alles, ne? Ja, also da, das ist, man weiß ja nicht, ob man es auf Wahnvorstellungen irgendwie. Er hat ja auch schon mal einen Prozess dadurch, dass er unzurechnungsfähig, konnte er auch schon mal entgehen, ne? Also wie sind denn jetzt die Maßstäbe damals gewesen? War absolut. Das jetzt irgendwie, du bist geisteskrank und bist nicht zurechnungsfähig? Ja. Oder volle Elle und du kriegst dann die Todesstrafe so, ne? Ja. Aber gut, auf jeden Fall wurde er dann über die Guillotine hingerichtet und hat den Kopf abbekommen. So. Und ist jetzt gehört, ein kopfloser Reiter. Nein. Auch eine Folge, die wir an der Stelle mal anzeigen. Und Leute, nicht verpassen, die Gonger. die Gonger. Nein, okay. Aber ich habe noch gelesen, sein letzter Wunsch war, ich glaube, ein Kaffee, vielleicht ein schwarzer, keine Ahnung. Ja. Und eine Zigarre. Genau. Hat er das bekommen? Das habe ich nämlich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch nur gelesen, habe ich gar nicht mehr nachgeguckt, ob er das bekommen hat. Er wollte aber auch öffentlich hingerichtet werden. Das war ihm auch wichtig, dass er so richtig öffentlich auf dem Marktplatz hingerichtet wird und so. Das haben sie ihm auch nicht gewährt. Der ist privat in einem Hinterhof oder so. Auf jeden Fall nicht öffentlich, weil damals gab es das ja schon lange nicht mehr mit öffentlichen Hinrichtungen und so. Ja. Auf jeden Fall ist sein Kopf, der verweilt jetzt in einem Uniklinikum in Göttingen und man hat ihn untersucht und hat halt jetzt auch herausgefunden, dass er wirklich also psychische Defizite hatte. Also dass er einfach, also man würde ja, ich weiß nicht, ob wir das schon vorhin gesagt haben mit dem Sonnenstich oder dem Fall auf dem Kopf, ne? Und das ist ja einfach so
so oft, dass du von Serienkillern liest, die irgendwie in der Jugend als Kind eine Kopfverletzung hatten. Und da er diesen gewalttätigen Papa hatte, der ihm der ja auf die Schnauze gegeben hat, hat er bestimmt irgendwie eine Kopfverletzung davon getragen. Und ganz, ganz oft kann das Persönlichkeiten ändern, dahingehend, dass du zum Mörder wirst. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja, klar. Und das kann man halt heute über Forensik und so nachweisen, dass, dass er diese Merkmale aufweist, so, ne? Mhm. Das finde ich halt übelst krass. Also ja, meine Kinder, die werden in Noppenfolie eingewickelt und werden niemals irgendwie auf kein Fußball, kein gar nichts. Ich will nicht, dass da irgendwas mit mir keine kleinen Jeffrey Dahmers zu Hause haben. Also aber das ist echt krass. Das ist Jeffrey Dahmer gewesen. Hier, wie heißt er denn noch? Nicht Ed Gein. John Wayne Gacy, der Clown. Und Richard Ramirez und so, die haben alle, konntest du nachweisen, dass sie einen auf den Kopf gekriegt haben als Kind. Und dann ging das los, ne? Krass. Ja. Oder halt ein Sonnenstich. Das finde ich halt auch krass. Also, ja, dass gut, man, ein Sonnenstich ist schon. Also, dass man heute sagen würde, Pfeil auf den Kopf oder Sonnenstich. Sonnenstich habe ich nie als so. Ich habe auch immer gedacht, eigentlich Sonnenstich ist was ganz Sekundäres eigentlich nur. Das ist ja. So, dass das so ganz kurz nur stattfindet. Du hast einen Sonnenstich und dann gehst du ja 10 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde lang oder so nicht gut. Ja, und du kotzt ein bisschen und so, ne? Aber dann ist auch wieder gut. Ja, so, genau. Ein bisschen Kopfschmerzen oder sowas. Vielleicht genau. Ein Halus und das war's. Ja. Aber noch nicht, dass du dafür, was für eine Sonne musst du gelegen haben, dass du so einen krassen Sonnenstich hast. Das weiß ich auch nicht, nee. Aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz häufig. Ich würde ja auch hammer gerne mal eine Folge machen, wo wir so über so die Ursprünge von Serienkillern, also so das Böse, was macht einen so Serienkiller? Sehr, sehr schöne Folge. Hättet ihr da Bock drauf? Lasst uns das doch mal in den Kommentaren wissen. Das ist mir schon wissen. Total egal, weil ich finde die Folge schon richtig gut. Okay, Flo, ist es scheinbar egal, was ihr denkt. Mir aber nicht. Sagt doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr darauf Bock hättet. Weil ich glaube, das die Folge ist halt so oder so. Hammer interessant, das zu recherchieren, ne? Was denn eigentlich das Böse ist. Ist es anerzogen? Ist es biologisch? Ist es irgendwie was Körperliches? Was ist das? Das ist sehr Dämonen. Das ist, nein, das wäre viel zu langweilig. Ja, wahrscheinlich. Aber das würde ich cool finden. So. Ja, das würde ich auch cool finden. Genau. Vielleicht findet ihr das ja auch cool. Sagt uns auch gerne, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Schreibt Böse in die Kommentare. Böse? Ach so. Ja, okay. Schreibt doch mal alle Böse in die Kommentare, falls ihr die Folge gut findet. Ja, ansonsten hoffen wir, euch hat die heutige Folge gefallen. Und was meint ihr? Glaubt ihr, er hat seine Opfer gegessen? Was sagt ihr so zu dem Oder Fall? Ob es noch sehr viel mehr gab als nur die 24, 27 sozusagen. Genau, was sind so eure Theorien? Und habt ihr vielleicht noch andere Fälle, die ihr gerne von uns hören wollt? Ne? Also jetzt auf True Crime natürlich irgendwie bezogen, aber natürlich auch gerne andere Vorschläge. Wir haben auch immer mal wieder Leute, die uns auf Instagram schreiben und so ein paar Themenvorschläge geben. Das finden wir auch ganz hallo klasse. Hallo Andi. Hallo Andi? Andi. Andi Ach so, Leute. Andi Leute. Ich dachte, Andi, warte mal. Hallo Andi. Nee, auf jeden Fall freuen wir uns immer über Themenvorschläge. Wir werden die auch alle umsetzen und so und freuen uns sowieso immer generell, wenn ihr uns schreibt und so. Das, macht unseren Tag. Ganz genau. Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns auch schon wieder von der heutigen Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und hören uns beim nächsten Mal. Müssen wir nochmal sagen, hier Ratings und bla und so? Und Instagram und... Eigentlich müssen wir das sagen, ne? Facebook, sollen wir das auch nochmal machen? Wir sagen euch das jetzt Sollen mal? Wir nochmal auf Facebook sein? Ja, wollt ihr uns auf Facebook haben? Nee, Facebook war halt... Obwohl, es doch... Es gibt noch sehr viele Leute, die auf Facebook Vielleicht sind. Machen wir eine Facebook-Seite, ja. Auf jeden Fall, was wir noch uns sagen hören wollen... auch ältere Leute. Wir sind auf Instagram zu finden. Auf YouTube und auf Spotify und... Mein Mikrofon ist hier gerade runtergefallen. Das Mikrofon hat keinen Bock mehr, wir müssen uns verabschieden. Ratings auf Spotify nicht vergessen. Liked, shared, kommentiert. Teilt unseren Podcast auch gerne. Das hilft uns sehr. Falls ihr neu seid, abonniert uns gerne auf allen Kanälen zu finden unter Paranormalus Podcast. Flo hat hier gerade so ein bisschen Techtelmechtel mit dem Mikrofon. Und wir verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wiedersehen. Tschüss.